Ein bisschen heute mal ein späterer Stream. Und wir wollen auch gar nicht so lange ja, um den heißen Brei herumreden. Es ist wieder Zeit für ein bisschen WoW. Genau, und da muss ich mal kurz was gucken. Das einstellen, das. Genau, so. Genau, Bildschirm habe ich schon gewechselt. Muss aber noch den Server tauschen. Wechseln. Tauschen. Da geht's nämlich jetzt mit dem Mönch auf Level 50 weiter. Da waren wir das letzte Mal in Orgrimmar, haben ein bisschen was ins Auktionshaus noch gehauen. Da leveln gerade noch aktuell den Feralas. Und mal gucken, was jetzt so demnächst so passieren wird. Ich bin mal gespannt. Vielleicht wurden ja auch schon ein paar Sachen gekauft. Aha. Man weiß ja nie. Habe ja viele kleine Sachen da reingestellt. Vielleicht erreichen wir jetzt sogar schon die 1000 Gold. Level 50. Lauf, da bin ich einigermaßen weit, würde ich fast sagen. Was das Geld angeht. Weil es immer schwierig zu sagen ist, was die richtige Goldmenge. Ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob ich mit anderen Charakteren auch so viel Gold hinbekommen habe am Anfang. Ich glaube eigentlich nicht. Okay. Das bedeutet jetzt erst einmal laden. Auch gerade mal schon ein bisschen was los zu sein. So. Wieder weg. Muss man ein bisschen um. Hilft das hier beim Laden? Gibt's was im Briefkasten? Ah ja, viele Sachen sind abgelaufen. Viele Sachen sind abgelaufen. Aber auch ein paar Sachen dabei gewesen, die wieder mitgenommen wurden. Kupfer wurde nicht gekauft diesmal. Das ist interessant. Ansonsten Golddorn 200. Feuerflossenschnapper. Auch 200. Grob zusammen. 9 für Erdwurzel. Seidenstoffballen 64. 100 für Blasblatt. 14 für Katka Schnurrbart. Schwererstelle sogar auch jemand gekauft. Nicht von schlechten Eltern. Klar, es gibt so ein paar Sachen, die wieder übrig geblieben sind, aber immerhin haben wir jetzt knapp 1600. Ich habe das Gefühl, so Items ist immer so ein bisschen schwierig, ob die gekauft werden oder nicht. Vor allem werden die immer so zu unterschiedlichen, so extrem unterschiedlichen Preisen ins Sahar gestellt. Ich werde mich jetzt einfach mal dran beteiligen. Kupfer möchte ich doch loswerden. Dass ich das für eins. Ah, da ist mein anderer Stack drin. Sag mal, wenn beides nicht gekauft wird. Mäh. Guck ich mal, zwischendrin ist die Zeit da, dass solche Sachen gekauft werden und manchmal einfach gar nicht. Das ist. Was ein bisschen schade. Das so sieht. Ja. Aber wir haben 1594 Gold. Das ist doch. Das habe ich auch selten, glaube ich. Deswegen gönne ich mir mal diesen. Das Ding, den letzten roten Sack, der kommt. In meine Bank.
Mit 10 kann ich einen Bankplatz noch hier dazu kaufen. Hier wäre auch noch ganz viel Platz, wo ich was reinlegen könnte. Ansonsten kann ich natürlich auch, könnte ich mir natürlich auch das Materiallager leisten. Das mache ich sogar. Wo ich zwar nur noch knapp 1480, also gute 1480. Aber was? Habe ich jetzt schon wieder was im abgelaufen? Geringer Mondstein, ist so. Okay, nochmal 30 Silber. Aber hey, man beschwert sich. Man soll sich hier nicht beschweren. So, ich habe eine Menge, was ich machen soll. Ich soll erst einmal natürlich die Zen-Pilgerfahrt machen. Na, also mich in Pandaria melden. Und da die nächste Prüfung machen, denke ich mal. Heißt, also ja, neue Prüfung für einen neuen einstündigen XP-Buff. Aber trotzdem mal das Fenster ein bisschen aufmachen. So. Genau. Das habe ich. Habe ich zwei Sachen zu erledigen. Einmal bei Ausbildung fortsetzen bei Meister Yun. Einmal noch Meister Chang. Meister Yun ist, glaube ich, ein neuer. Der neue von beiden. Ja, genau. Ich weiß gerade gar nicht, was der kann. Na gut, im Endeffekt werde ich jetzt gleich sehen, was er an Spezialfähigkeiten hat. Aber ich glaube, er ist das noch nicht, wo ich den. Also es gibt, glaube ich, Meister Zhang. Ist der Meister, da wo ich mit dem Jadeblitz künftig arbeiten muss. Hasse das. Kurz die meine Rotation vergessen. Ach, der heilt sich auch. Das ist natürlich interessant. Aber mehr scheint ja gar nicht zu machen, als sich heilen zu wollen. Das ist dann nur dadurch nur noch relativ einfach. Dann. Ach, Meister Cheng. Ach so. Ja, der läuft hier wieder Kilometer in die Mitte. Ne, Meister Cheng, ja. Ist ja nun nichts Großartiges. Oh, das ist gerade von dem einen Tauren, der hier dazugekommen ist, der Hochbergtaure, die. Der schwarze Ochse. Ich glaube, der ist dafür da, zum. Die aggressive Variante? Ich weiß gerade gar nicht, ob das die zum Healen ist oder die für Aggro. Oder ob es da überhaupt einen Unterschied gibt. Naja. Okay. Ja, der ist jetzt aber auch down. Jo, dann habe ich den auch besiegt.
Also wirklich an schwersten wird es sein. Ich glaube, der spawnt dann mindestens drei dieser seiner Schüler, die man erst einmal da runterwerfen muss, bevor man ihn weiter angreifen darf. Das mit Milliardenblitz ist ein bisschen nervig. Wenn man nicht gerade ein Healer ist. Der ja Milliardenblitz sozusagen durchgehend benutzen kann. Sag ich mal. Wir können natürlich jetzt direkt zurück nach Orgrimmar, gehen wir aber nicht. Wir gehen nämlich in Ruhestein und gehen zurück nach ins Camp Mojache. Da können wir dann weiter Quests abschließen und schön den Boost hier benutzen. So. Das hat sah gerade für einen Moment so aus, als ob ich mich nach Donnerfels teleportiert hätte. Oh Gott. Zum Glück nicht. Das wäre so also ein richtig schöner Fail-Teleport. Die Schwarzfest-Tiefen freigeschaltet. Okay. Dieser Meister, der macht da gerade irgend bereitet irgendwas für mich vor. Brauche ich hiervon irgendwas? Nö. Musik ist endlich vorbei. Na endlich. Also diese Levelreihe. Nennen wir sie mal so. War jetzt nicht nervig, aber schon manchmal ein bisschen anstrengend, vor allem wenn das liegt immer mehr an mir, wenn meine Konzentration mal wieder voll nicht bei der Sache ist, weil ich auch mehrere Sachen gleichzeitig achten muss. So, was haben wir jetzt noch? Wir müssen da noch ein paar Sachen machen. Da was abgehen oder in den oder fliegen, aber das wollte ich ja eh nicht machen. Nicht mehr verfolgen. Ausblenden. Ich gehe jetzt erstmal nach hier unten. Erstmal findet die Schlacht bei der Gnolle irgendwo in den Gnolllagern südlich von Komjoch. Mochach. Mojache. Mosache. Wie immer man das aussprechen möchte. Also Blizzard hat da immer so seine. Was die Aussprache angeht. Ist mir heute wieder aufgefallen. War beim Freund zu Besuch. Da haben wir uns den ganzen Trailer nochmal angeguckt und da wurden auch aktuelle Sachen und so immer mal wieder anders ausgesprochen. Das war wieder Blindkrautstängel, glaube ich. Ja, oh Mann. Könnten auch mal sich auf eine Sache einigen. Will ich immer beide Sachen dabei haben. Was macht das für einen Sinn, wenn ich trotzdem 12 Blindkrautstängel bekomme? Also mehr als und daraus dann halt mehr als ein Blindkraut ziehe. Das ist dann doch auch irgendwie bescheuert. Mich da nicht nach oben? Da kommt her. Der kann durch den Tor, durch den Berg schießen, okay. Das ist logisch.
Ah, dann müsste ich ja jetzt ja drei Kapitel von 5. Könnte mich natürlich auch jetzt nochmal so random für eine Ini anmelden, um dann auch sicher mal demnächst vielleicht den besseren Beutel zu bekommen. Bei Orgrimmar ist kurz vor freundlich. Ach nee, ich brauche. Oh, kurz vor freundlich. Ja, Moment, kurz vor. Also wohlwollend, freundlich, respektvoll, genau. Orgrimmar ist kurz vor. Nee, freundlich, wohlwollend, respektvoll. Ach so, in der Reihenfolge dürfte das sein. Hier sollen irgendwo die Pläne sein, die ich suchen muss. Natürlich werde ich von irgendwas angegriffen. Okay. Ich habe kein Problem damit, euch mit in den Gegner reinzuziehen. Oder in euch gegenseitig da reinzuziehen. Das Gefühl, das hat gerade alle verlangsamt, selbst mein Gegner. Wobei, Rohrvoll. Rohrfäuste, glaube ich, auch verlangsamen. Gar nicht mal so wenig. Da sind die Pläne und hier müssen wieder ein paar erledigt werden. Ich und du einmal. Warum der da hinten jemand anvisiert hat, obwohl noch jemand hier vorne steht, das weiß keiner. Hier muss ich mich auch um die Totems kümmern. Mann. So. Das war nicht so ein Bergriesen. Ich dachte gerade, das wären irgendwelche Wärmops vielleicht. Bring die Schlapp. Na gut. Dann Seelenessenz und was ist das andere? Leuchtende Erde. Ja, gut. Zum Looten muss ich immer noch abmounten. Das ist irgendwie auch ein bisschen nervig. Handwerksexperte 200, eine interessante Zahl, 225. Demnächst wollte ich auch mal mit meinen ganzen Charakteren, also ich habe mir heute mit einem Freund, haben wir uns ein paar WoW Cinematics angeschaut und unter anderem war das Cinematic da eine Zusammenfassung davon da, wie die ganzen Klassenmounts so aussehen und ich wusste gar nicht mehr, wie was manche Klassenmounts doch echt nice aussehen wie das Klassenmount von Schamanen. Und ich habe ja einen Schamanen auf Horde-Seite. Das ist, glaube ich, mein einziger Schamane, der höher gelevelt ist. Ist das eine Höhle? Oder nur so ein kleiner Gang? Nee, so ein Gang. Dass ich auf jeden Fall nochmal die Story in der Klassenhalle nachhole, um mir vielleicht das Klassenmount des Schamanen und des Schurken und des Magiers, glaube ich, das fehlt mir noch. Hunter habe ich und Priester habe ich. Dürfte dann noch. Überleg gerade. Ah, und des Paladins. Und des Kriegers. Ja. Eigentlich so gut wie alle, die ich auf 120 bzw. 110 habe.
Also doch vielleicht noch ein bisschen Arbeit. Ich hoffe, den kann ich mit hier nach hinten ziehen. Ach, scheinbar nicht. Also nicht ganz. Hier ein bisschen Blindkraut. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt auch mal so eine Überlegung wert, man nochmal die ganzen Klassenmounts sich zumindest von denen zu holen, die man auch häufiger mal spielt. Das wäre bei mir der Schurke und der Magier. Krieger könnte ein bisschen. Obwohl, die Klassenhalle ist ja eigentlich für 110er, also der Content da bis 110 gibt. Ich dachte, ich weiß gar nicht, ob das in der Klassenhalle dann auch noch mit skaliert. Oder ob das bei 110 geblieben ist. Ich muss da einfach nochmal den ganzen Content in Legion sozusagen machen. Was alles in einem auch gar nicht so schlimm wäre. Weiß, im Gegensatz zu den nämlich zu den normalen Quests sind die Klassenhallen-Quests etwas, die ich noch nicht kenne. Hätte ich ja den Kampf, hätte ich ja die Mounts schon, wenn ich das alles schon gemacht hätte. Und das wäre mal ein bisschen neuer Content in Legion. Also schon ein bisschen ich bin schon ein bisschen neugierig deswegen. Gerade schwirrt mir immer noch im Kopf, warum dieses Mal mein Kupfererz nicht gekauft worden ist. Und auch das Kupfererz, was ich nochmal zwischendurch reingestellt habe. Hätte ich eigentlich vom Markt nehmen müssen und nochmal mit meinem derzeitigen Kupfererz als eines reinstellen sollen. Weil jetzt, wenn die da auf den Namen gucken und sehen, dass ich ja das schon zweimal reingestellt habe, dann fragen die sich wahrscheinlich auch, warum macht er das denn so mit verschiedenen Preisen? Und naja, wird sehen, dass ich da den Auktionator benutzt habe oder irgendwas anderes. Oder einfach die Übersicht verloren habe. Dann muss ich in die Richtung. Oh, okay. Hier war noch was, genau. Und wenn ich so geradeaus weiterlaufe, auch ungefähr auf E der gleichen Höhe. Natürlich ist Wasser für meinen Mount immer noch nicht so angenehm. Naja. Noch ein bisschen Blindkraut. Hallo, Jasmin. Ja, ich habe und ich streame noch gar nicht so lange. Ich glaube seit knapp 20 Minuten. Von daher. Ich habe heute mal ein bisschen später angefangen. Beziehungsweise ich habe schon mittags gestreamt ein bisschen. Und jetzt waren wir gerade noch dabei, noch mal kurz vielleicht so ein, zwei Stündchen noch in die Nacht rein streamen. Mit meinem derzeitigen kaputten Schlafrhythmus passt das doch dann ganz gut. Ach
Ach ja, hier habe ich den ja auch angenommen, den Quest. Ich erinnere mich. Friede sei mit. Neues PvP-Talent. Könnte ich den jetzt noch einsetzen? Druckpunkt. Berührung des Todes zu den Zielen mit 10% Gesundheit oder weniger jetzt sofort. Und des Todes tötet Ziele mit 10% Gesundheit oder weniger jetzt sofort. Das verstehe ich. Die Abklingzeit wird sofort abgeschlossen. Wenn ein Ziel stirbt, während es mit Berührung des Todes belegt ist. Achso. Das könnte ich natürlich noch einsetzen für. Also dann, wenn ich mir jetzt Level 70 was freischalte. Was, die Blutelfe, die gestern noch voll mit wie verrückt rumgesprungen ist? Okay, ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Ich war schon nicht. Als ich den Stream ausgemacht habe, war ich schon so ein bisschen Brain AFK. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ups. Blutelfe. Ein Krieger, glaube ich, war das, oder? Was du spielen wolltest? Oder was du nicht spielen wolltest, oder was du da noch so rumgammeln hat. Was da noch rumgammelt bei dir, genau. Wird sich auch falsch an, was bei dir noch so rumgammelt. Ja, du weißt, was ich meine. Was muss ich machen? Verenias, der Verwachsene, getötet. Kopieren. Was willst du denn schon wieder? Ja, dann mache ich. Oh, Gathermate raus. Wir kriegen jetzt auch einen. DK. Oh, das hat er. Death Knight. Ja, okay. DK, ja, klar. Ja, cool. Moment, fängt man nicht auf 60 mit dem DK an? Oder mit. Ach nee, man fängt tiefer mit dem an. Oder nicht? 57, okay. Interface, Add-ons. Gathermate, neu laden. Ah, hallo. Zu weit entfernt. Und wieder zurück. Und den DK spielst du als was? Als Tank oder als. Was war das noch? Ja. Ost und. Unheilig, oder? Was es noch gibt? Ah, es ist Frost, okay. Ich glaube, so ein DK ist im PvP immer ganz interessant. Da er ja einzelne Ziele immer wieder ranziehen kann, was richtig nervig sein kann. Aber auch natürlich, da er dagegen auch sehr stark ist. Also nehme ich jetzt mal an. Auch als Tank ist er nicht schlecht, weil er verschiedene Gegner ranziehen kann. Dadurch, wenn mal jemand wegläuft, ihn schön an sich ranziehen kann. Aber ich weiß immer nicht, ob die gut zu spielen sind. War relativ schwer, weil ich mich mit der Materie nicht auskenne. Beim DK hätte ich immer das Gefühl, es gibt
Vor allem wenn man Frost und die andere Spezialisierung spielt. Dass es da viel zu viele Leisten gibt, auf die man achten muss. Da bin ich, glaube ich, immer sofort überfordert. Bitte ignoriere mich. Oh. Yeah. Du kannst jetzt nicht auf meinem Kraut liegen. Gold. Ich meine, im Endeffekt sind es nicht mehr Leisten als das hier zum Beispiel, glaube ich. Aber irgendwie komplizierter. Mein Battletech. Kann man den lesen? Wenn ich das hier so offen habe. Und am besten nicht mit der Maus drauf ist, bin. Wo ist denn hier die Raute-Taste? Raute 25. Was ist da jetzt auf meinem Chat drin? Ja, doch. Sogar. Wow, ich bin so stolz, sogar richtig geschrieben. So. Oder? Doch, richtig geschrieben. Freundschaftsanfrage. Yasi Einhorn. Nehme ich nicht an, sorry. Okay. Nee, gucken, kann ich das in, kann ich das eigentlich in Gruppen, kann ich hier in Gruppen einfügen? Ach, gucke ich ein anderes Mal nach. Es ist ein Dudu. Ein Tauchendruide. Weil du Kräuter farmen musst. Oh, okay. Sagst, dass du, weil du Kräuter farmen musst, bist du wieder. Die Namen sind aber auch nicht schlecht. Schamania. Schamania? Wo bin ich denn jetzt reingelaufen? Wo bin ich denn? Ich laufe jetzt hier einfach in der Gegend herum, weil ich hier weil ich hier von den Namen abgelenkt bin. Ach, ich bin da. Also ich brauche da gar nicht erst zu lachen. Ich habe auch nicht die scheuersten Namen. Wenn mal zu einer Rasse keiner oder wenn mir einer spontan nicht einfällt, benutze ich einen Namen-Generator. Extra für WoW. Das ist dann auch nicht so. Da bin ich noch und da bin ich viel zu unkreativ. Und jetzt laufe ich gerade irgendwie an allen vorbei. Wenigstens das Erz nehme ich noch mit. Ärzte habe ich denn jetzt mal wie schon ja 640. Aber mal wieder ungefähr 500 Gold gemacht. Was aha. Das zahlt sich langsam aus, so also manchmal da. Ja, sie Einhorn. Ich erkenne ein Achso, nee, was sage ich denn da? Ich wollte gerade sagen, ich erkenne irgendwie den gleichen Namen. Nee, ja, Jajoria. Das ist die Kriegerin. Das ist ein DD oder ein Tank? ADD.
laufe ich denn? Ich habe aber. Ich, das zeigt einfach, dass ich so. Multitasking bin ich so gar nicht fähig. Also. Tank ist nicht mehr interessant. Ich habe ja auch einen Krieger-Tank. Das ist mein einziger Tank. Aber ich weiß immer nicht, das ist das. Ich habe immer das Gefühl, vor allem dann später, wenn du auf 120 bist, beziehungsweise im Endgame, einfach, das ist ja so viel. Du musst einfach jede Ini kennen. Da sind die Leute sind einfach sehr. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber viele Leute sind sehr ungeduldig. Auch wenn sie selber Anfänger sind, wollen die immer, dass der Tank zumindest weiß, wie man spielt. Und der wird am meisten dann geflamed, wenn man einmal irgendwie einen Fehler macht. Das ist immer die Hölle. Ruizana. Irgendwann mal, ja. Eigentlich macht das, glaube ich, schon Spaß. Also. Was muss ich eigentlich machen? Zukasch, Knochenpanzer sammeln und Zornstachelsdrüsen. Ich glaube, durch das Gebiet bin ich gerade schon gelaufen, aus Versehen. Voodoo Healer, da habe ich glaube ich auch einen auf Level 50 oder so. 40? Ignoriert den Typen, der da gerade euer Erz abbaut, bitte. Danke. Ja, genau, ihr wart das, die komischen Insekten. Mit dem Healer kriegst du immerhin relativ schnell Einladungen in Dungeons. Also sollte dann ein Tank natürlich auch anwesend sein. Ja, meistens fehlt wahrscheinlich immer genau das eine. Entweder es fehlt der Tank oder es fehlt der Healer, je nachdem, was man gerade nicht spielt. Das sind meine Erfahrungen immer. Deswegen ist es manchmal immer ganz cool, wenn ich mit einem Freund zocke, der spielt dann meistens Tank. Ich dann immer Healer. Da findet man sowas von instant eine Inni. Zornstachel, ja, du siehst so aus wie Zornstachel. Lass mich erst noch abbauen und danke. Das ist schön, wenn der Gegner einfach wartet. Das ist ein Taure. Ah, okay. Ein Druidentaure. Ich benötige ein Ziel. Ich bin außer Reichweite.
So, dann du einmal ran. Du bitte auch. Nicht weglaufen. Habe ich dann nicht... Ach ja, ich habe meinen Fuß, meinen Fegekick betäubt. Hat zwar jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Aber ich habe den Fußfeger endlich. Nice. Kann ich doch eigentlich... Wollt ihr auf Null bleiben? Wie war denn das? Wie habe ich denn sonst meine ganzen Tasten belegt? Habe ich noch irgendwas bekommen, was ich auf Null sonst lege? Nee, Karma-Berührung kommt ja auch weg. Also das wird ja auch hier neben... Was so ein Riesen-Cooldown ist. Höchstens vielleicht noch ein Talent, was dann da drauf kommt auf den Slot. Ja, höchstens der noch. Ja. Nee, dann kann ich das da auf Null lassen. Muss ich mich nur daran erinnern, dass ich da den, wo ich glaube, mit unter stärksten CC. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Im Spiel. Weil der wirklich alle Gegner um sich herum kurzer Zeit betäubt. Zu weit entfernt. Weil es wäre damals als DFA noch relativ neu rausgekommen ist und der erste Schlachtzug, Uldir weiß das glaube ich, den haben wir dann mit ein paar Freunden machen wollen auf normal und halt mit einer Random-Gruppe, noch ein paar Randoms dazu und wir hatten natürlich unsere Schwierigkeiten und alles. Und zwischendrin musste halt unser Healer weg. Das war ein Mönch. Auch mit der Fähigkeit halt, Fußfeger. Und wir haben so gemerkt, dass uns so ein wichtiger CC gefehlt hatte. Dann im Laufe, also als es dann weiterging. Beziehungsweise ich bin auch nicht drauf gekommen, dass ich habe das damals mit einem Magier gespielt. Oh, gegen Zornstachel wollte ich nicht nochmal kämpfen. Ah, fuck. Ich bin mit einem Magier gespielt und hab dann, vergessen, dass ich auch noch eine Fähigkeit habe, die andere Leute wegstößt oder auch, nee, nicht wegstößt, wenn sie den Ring betreten, den ich dann da spawne, dass sie dann glaube ich auch kurze Zeit betäubt sind oder so. Ist mir aber erst im Nachhinein eingefallen oder aufgefallen, als ich mal meine Talente durchgegangen bin. Aber sonst... Kann ich endlich mal die Aggro verlieren von Zornstachel? Der ist doch jetzt schon so sauer, dass er unter der Erde ist. Nee, aber der ist echt schon stark. Kannst dich aber auch gerade nicht entscheiden, was du spielst. Kommt das mir nur so vor? Und wieder. Und wieder weg. Ach ja. Ja. Das gute Gold.
Oh oh. Ah, habe ich mir ein bisschen die Beine gebrochen. Macht ja nichts. Bei dem Sprung. Da ist noch ein Blassblatt. Aber die Kräuter geben mir an den 1600 nicht mehr so viel Erfahrung. Scheinbar. Jetzt habe ich auch gerade wirklich alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Nein, nicht ins Wasser. Nee, auf Angeln habe ich jetzt gerade keinen Bock. Mein. Zumindest so, wie man es im AH sieht, will eh keiner diese Fische, die es da drin gibt. Da drin vor allem, da im Wasser. Da muss ich hoch. Dreiundfünfzig. Seid gegrüßt, seid vorsichtig. Das war's schon. Okay. Also habe ich das Gebiet tatsächlich bald durch. Jetzt muss ich nur noch mit Isondres Aufforderung machen. Der Name Isondre kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das, glaube ich, ein Drache? Komme ich da drauf? Weil hier steht des Drachenalbtraums. Nee, das steht ja gar nicht. Die Drachen des Albtraums. Ist ja fast dasselbe. Ach man. So, muss man noch mal ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Sage ich immer irgendwie, eine Minute später setze ich mich wieder normal hin. Und danach kommt dann 10 Minuten später wieder der Satz, ich würde mich wieder vernünftig mal hinsetzen. Das ist ein interessanter Ort für ein Erz. Wieder hoch. Geringer Mondstein. Ah, habe ich glaube ich schon mal gefunden und verkauft. Wahrscheinlich tatsächlich auch für 29 Silber. So, hast du nur einen Bildschirm oder? Also, ich kann es auch so verstehen. Raustappen ist immer nervig. Oh, Auktionshaus. Ausbekommen. Raustappen war immer nervig. Aber seitdem ich einen zweiten Bildschirm. Okay, das klingt so nach der bescheuerten Werbung. Ja, gut, auf dem Laptop, da muss man immer mal raustappen. Oh, meine Aktionen laufen alle ab. Boah, Regenbogenfluss. Was war das denn? Ein roher Regenbogenflossen-Thunfisch. Abgelaufen. Feldplattenstulpen des Feuersturms ist abgelaufen. Schade. Ich dachte, ich würde irgendwas Tolles bekommen.
Du müsstest ja nicht wegtappen, wenn du die an dein Laptop noch einen Fernseher drängst. Am besten nur noch einen zweiten Bildschirm, den du immer schön mitschleppst. Ach ja. So der Gedanke kommt mir gerade da immer so schön gemütlich im Bett oder so, wenn man da am Laptop ist und dann zockt. Ich habe Erbstücke, ja. Also zumindest ein paar. Die Waffen, die Ringe, also die Ringe, die Ohr, den Schmuck, Hose, Brust, Rücken, Schulter und Kopf. Aber es gibt ja noch Ringe. Und es gibt, glaube ich, auch sonst noch. Nee, es gibt noch andere Schmuckstücke, aber sonst habe ich was? Ja. Ach du Schande. Das alles wollte ich jetzt nicht zurückhaben. Das nehme ich mal raus. Verkauf das mal per Hand. Seid vorsichtig. Die Edelsteine nimmst du auch? Okay. Was das? Tigerauge und den Schattenedelstein oder was? Okay, das muss erstmal gelöscht werden. Also das muss alles neu reingestellt werden. Sind schon zu lau. Okay. Die Wilddornrosen willst du nehmen? Druisana, Wild und Rosen. Gut, dass ich mit dem Briefkasten so gut umgehen kann. Dieser Charakter könnte jemand sehen, den er nicht kennt. Ja. Okay. Ach, ich bin auf Schatzrat. Ich kann dir keine. Ich hätte das jetzt gemacht, aber ich kann dir tatsächlich keine Post schicken. Ich bin ja gerade auf Schatzrat. Doch, nennen wir das so. Ich kann ja leider nicht realm-übergreifend verschicken. Und jetzt kriege ich alles zurück. Och Mann. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich.
Widerstand lädt noch auf. So. Was führt euch hierher? Quests in Ferrale sind durch. Nice. Die Kette ist scheiße. Ah, ich habe das Richtige für euch. Dann fliegen wir doch nochmal. Ne, zum westlichen Gipfel will ich nicht. Donnerfels. In der Zwischenzeit gucke ich mir kurz die Quests hier an. Das mache ich nicht, weil ich auf 1000 Naden so. Ich mag 1000 Naden so gar nicht. Dann haben wir hier, dass ich das nehmen soll, um nach in die Beutebucht zu kommen. Das könnte ich sogar machen. Dann komme ich damit ja ins Schlingendorntal. Schlingendorntal ist in den östlichen Königreichen, doch hier unten. Westphal, Schlingendorntal. Das skaliert sogar noch bis 60. Moment, hier wollte ich ein paar Level machen. Ach, ein Zeppelin nach Orgrimmar gibt es hier auch. Wieso? Ich unterbreche gleich mal dich. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach Orgrimmar und dann von dort nach ins Schlingendorntal, gebe den Quest ab. Aber erstmal gucke ich gleich nochmal ins AHA. Stell nochmal alles rein. Also probier noch einmal alles reinzustellen. Das nicht funktioniert. Ich habe mir jetzt mein Materiallager freigeschaltet mit 100 Gold. Das könnte ich dann natürlich auch benutzen. Oh, in 7 Stunden, in 7 Leveln kann ich dann auch fliegen. Lande, ich hab den Flugpunkt hier mitgenommen. Warum landest du hier nicht? Hast du schon das letzte Mal nicht gemacht, du scheiß Gleiter. Naja. Ja, und dann hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt. Erstmal wieder gemütlich hinsetzen. Ja, ja. Au, und dabei habe ich mich richtig schön gestoßen. Na toll. Man bestraft das Leben ein für sämtliche Sachen. Was denn hier oben für Minen? Sind das Durchgänge? Ich bin noch nie reingegangen. Sachen gibt's. Ich meine, ich kenne das Questgebiet der Tauchung eh nicht so gut. Ist mir ein bisschen zu weitläufig. Manchmal entdeckt man doch immer mal wieder ein paar neue Sachen. Ja, Brachland ist ja auch ganz cool. Ich meine, jetzt das Stadtgebiet hier, Molgur, um Donnerfels rum.
Das ist halt nicht so toll. Also ich finde das ein bisschen sehr weitläufig. Ich bin da immer froh, also ein Druide hat ja die Puma-Form. Da hat er ja auch einen Vorteil von, dass er dadurch ein bisschen schneller ist. Und ich hab ja dann immer meinen Chauffeur hier, dieses Spielzeug. Mittlerweile ist es ein Hirsch. Es gibt ja noch die Reiseform. Da gibt es ja Unterschied. Oder nicht? Ja, das ist die Reiseform. Die sich dann verändert. Wenn du im Wasser bist, bist du ein. Sonst bist du ein Hirsch. Im Wasser bist du eine Robbe? Irgendwann kannst du damit noch fliegen. Bist du ein Vogel? Ein Rabe. Krähe. Eine Fledermaus. Und Batman. Ja. Eine Fledermaus. Jedenfalls ist diese Flugform auch angenehm zum. Zum Kräuterfarmen. Weil du dich dann nicht zurückverwandeln musst, um Kräuter zu farmen. Ich glaube, wenn du Erz abbaust, verwandelst du dich immer wieder in die Menschenform zurück. Also wenn du dann fliegen tust, am Fliegen bist. So. Ich habe, was ihr braucht. Okay, schmeißen wir es doch noch mal rein. Das hier. Ja. Orientieren uns daran. Dickes Leder. Orientiere ich mich einfach auch mal an meinem vorherigen Gebot. Hier auch. Ein Edelstein. Nicht so reinschmeißen. Tigerauge. Kann ich auch so reinschmeißen. Wilddornrose. Jetzt einfach alles rein. Roher Regenbogen, Flossen, Fisch, Bums. Öliges Schwarzmaul wollte schon das letzte Mal keiner haben. Soll bestimmt jetzt jemand haben. Ich kauf mir das weg. So, da wollen wir ein bisschen gucken. Wollen wir den Magma ein bisschen beeinflussen? Alle öffnen. Wird zwar wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. So. Jetzt scheint das ein bisschen mein Spiel zu laggen. Weiß ich wahrscheinlich fragt, was für eine Scheiße ich da gerade abziehe. So. Jetzt habe
Habe ich 30, dann kann ich die in 3 10er Stacks verkaufen. Für den Vera-Stein. Okay, das macht jetzt irgendwie sehr wenig Sinn, was ich mache. Ich glaube, es sollte, glaube ich, einfach noch das letzte Mal hier reloaden, dann einfach verkaufen. Das Ganze hin und her. So bescheuert. Silbererz. Will denn jetzt schon mal jemand den großen... Ne. Eisenerz. Okay. Cut. Königsblut. Blassblatt. Goldturn. Katgaus Schnurrbart. Müsste ich mich auch mal informieren, wie Katgaus Schnurrbart zu dem Namen gekommen ist. Unterbiete ich mich mal wieder selber, aber ich habe keinen Bock, das nochmal zu verändern. So, dann einmal so aktualisieren. Anordnen, eher nicht aktualisieren. Dann geht es zu meiner Bank. Alle Reagenzien einlagern, sortieren. Und schon habe ich einen aufgeräumten. habe ich aufgeräumte Taschen. Echt ungewohnter Anblick. Wo könnte ich denn sonst noch hin? Tausendnasen, Tanaris, östliche Pestlinde. Da bin ich echt unentschlossen. Ist echt eine gute Idee, ist ein Stengendorntal zu gehen. Weiß ja nicht. Ich melde mich mal zwischendurch für eine Ini an. So, wo ist der denn gerade so gesprungen? Der Grunzer von Orgrim ist ja irgendwo ein Gegner gewesen. Crazy. Da geht's nach Unterstadt, dann müsste es hier in Schlingdorntal gehen. Ja. Ja, was wollt ihr?
Er ist gerade in Orkra mal gestartet. Ja, toll. Sieht crazy aus. Irgendwie erinnert mir der mich an irgendwas. Zumindest wenn er die Arme so nach unten zieht von oben. Genau jetzt. Das erinnert mich irgendwie an den Peanut Butter Jelly Time Dance. Diese Banane. Gut. Gleichzeitig ist hier Schrecken und was trinken ist nicht so toll. Wo sind wir denn hier? Ratholme, es ist aber nicht. Das ist ein Grund, warum der Typ immer das Gitter wieder zumacht. Irgendjemandem gönne ich mir gerade den Spaß, das Gitter immer auf und zu zu machen. Ja, hier sind ja auch noch Quests. Wahrscheinlich wird es, wenn ich die Inni hier durchmache, in der Zwischenzeit dreimal, dass der Zeppelin nach den Schlingendorn-Tal in Orgrimmar mal ankommt und dann ist er gerade wieder weg, wenn ich mit der Inni fertig bin. Das wäre wieder so typisch. Neinhardt finde ich auch einen witzigen Namen. Gegenteil von Reinhardt, Neinhardt. Aber was haben wir denn für einen Hunter, dass der so wenig Damage macht? Oder will der einfach nicht Damage? Also die Herrschaft ist auch eigentlich für viel Damage bekannt. Eigentlich.
Ich hätte gerade fast einen Fehler gemacht. Ich wollte gerade den aufs Geweih nehmen, Skill einsetzen, aber da wäre ich genau in die gegnerische Gruppe reingelaufen. Ich glaube, das hätte sich der unserer Gruppe nicht gut getan. Meine, unser Tank schafft es jetzt schon nicht, die ganze Aggro zu halten. Oh, greif sie doch da nicht an. Wir hätten die angegriffen. Ich habe die extra paralysiert. Ach, Leute. Naja, wenn wir es halt ein bisschen schwerer haben wollen. So, dann stelle ich mich mal, positioniere ich mich mal richtig hin. Und alle werden einmal umgehauen. Ist immer schön, wenn man mich silenced, aber es macht halt ja keine Wirkung auf meine Fähigkeiten. So. So, vielleicht soll ich mal wieder weiter mit Damage machen. Jetzt zu gucken, was denn die anderen für ein Level haben und für Leben. Aber ich bin halt neugierig. Was sagt man, rufen Norgrimmar? Immer noch wohlwollend. Es oh, könnte knapp werden mit einer Inni. Ah, interessant. Auf kaum Fähigkeiten hat so ein Silence Auswirkungen. Außer. Ach du Scheiße. Außer zum Beispiel auf meinen Schießstoß. Das ist natürlich nervig. Ach, das ist ja auch ein Paladin. Oh nee. Er hat die Truppen natürlich bis hierhin mitgebracht. So, einmal den Rundum. Dann für alle Mann. Immer wenn ich andere Heal-Klassen sehe, habe ich immer gleich Lust, diese auch auszuprobieren, also beziehungsweise wieder zu spielen. Aber da steckt auch wieder so viel Arbeit hinter. Mein Disziplin-Priester muss hochgelevelt werden, mein Paladin. Holy Paladin muss hoch. Also muss ausgerüstet werden. Irgendein Heal habe ich vergessen. Schamane muss auch noch aufgehoben. Ja, und der Mönch vielleicht auch noch ein bisschen. So. Das war doch ganz easy. Der Tank ist nur dreimal gestorben.
Unser Vollkornbrot. Ah, hat diese Namen. Ist mein Trinken auch noch alle? Jetzt bricht gleich die Panik aus. Kann mir einer erklären, warum wir jetzt da wieder die Mobs angegriffen haben an der Seite? Weiß nicht, ob es ihm hilft. Wenn er jetzt hier... Gott, mit der Truppe ist es ja fast unmöglich, den Boss hier zu legen. Ach, bist auch gerade in der Ini. In Gnumeregan. Ja. Doch gar nicht so die einfache Ini. Da habe ich am Anfang meine Schwierigkeiten gehabt. Und warum zieht denn... warum zieht denn der Tank Gottes Schild? Jetzt kriege ich die ganze Akku ab. Nice. Jetzt muss ich ein Damage... Na, jetzt nicht mehr... Du kannst ja trotzdem raustappen, dann immer schön irgendjemand folgen, dann AFK. Nee, okay, wenn man gleichzeitig AFK und also jemand folgen und heilen ist, also automatisch folgen und heilen ist wahrscheinlich nicht so machbar. Da gebe ich dir doch recht. Hast du doch ein gutes Argument gebracht. Kein Ding. Nee, verstehe ich gar nicht sowas. Du kannst ja wohl vernünftig tippen hier. Ich keine Rechtschreibfehler sehen. Und sowas. Boah. Unverständlich sowas. Nee, gleich löschen, melden. Alles bei Blizzard auf einmal. nächstes Level. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh Gott, ey. Einer. Erst einen Boss von sechs Stück. Gönn dir.
weiß gar nicht mehr, ob es bei Gnumeregano schon mal ab und zu so war, dass der Tank gar nicht die Chance hat, die Aggro zu halten bei manchen Bossen. Also dass es gewollt ist, dass die dann random. Da kann ich dann mit Gnumeregano. Hasse ich so, es gab da glaube ich irgendwelche Roboter, die zwischendurch den. Muss davon auf die kein Damage machen, wenn die irgendwie leuchten. Das weiß ich noch. Ach, nicht vor den Bossen, ach so. Ach ja, du machst besser Healer. Oh, manchmal kann man ja immer noch mit drauf, obwohl wenn das wirklich. Wenn er keine Aggro halten kann, dann bekommen ja auch genug Leute Damage, dass man da nicht immer mal wieder. Ja, dass man da kontinuierlich heilen muss wahrscheinlich. Oh je. Hat man gar nicht so Mana-Probleme? Ich weiß das gar nicht mehr. Obwohl so auf dem Level, auf dem wir ja halt gerade auch so spielen, haben wir es glaube ich tatsächlich nicht so häufig. So, dann. Sämtliche Buffs an, Sturm, Erde und Feuer. Hey, wurde der gerade eingefroren oder hat sich. Ah, das ist selber. Nee, das ist ja. Oh Gott, wo kriege ich denn den Damage her? Leben, beleben, schnell mal selber heilen. Weil man schon davon ausgeht, dass unser Tank, unser Healer das genug mit unserem Tank zu tun hat. Hm. Gott. So stirbt er nicht. Ja, endlich. Das ist nämlich mal eine interessante Aufteilung. Zwei gehen nach links, zwei gehen nach rechts. Jetzt haben, glaube ich, Tank und Heal eine eigene Gruppe und. Und zwei andere DDs sind auch eine eigene Gruppe, aber es sind ja keine starken Gegner zum Glück. Ja, das habe ich auch selten gesehen. Ich bin der Dumme, der in der Mitte steht und nicht weiß, wem man jetzt hinterherlaufen soll. Weihwasser von Stratholme. Immer dem Healer hinterher. Ja, eigentlich. Und der Healer läuft eigentlich immer dem Tank hinterher. Sollte er zumindest. Das denke ich mir immer, wenn ich Healer spiele. Nämlich die Hauptaufgabe darin besteht, den Tank am Leben zu halten, der die Aggro halt hat. Da lasse ich dann noch mal gerne DDs sterben, wenn die mal wieder denken, sie müssen sonst wohin laufen. Das hat man häufig genug. Dass die DD dann irgendwie auf eine eigene, ihre eigene kleine Party gehen, ja, oder alles pullen.
Ja, denk, du brauchst gar nicht pingen, wo du hin willst. Geh doch einfach da lang. Ich meine, er geht nach oben und pingt nach unten, wo wir eigentlich hin müssen. Aber tut. Mach nicht mal eine Bewegung in Richtung unten. Es wird noch so lange dauern, bis wir mal hier durch sind, weil ich die schnellste Inni dabei habe, die jetzt erstmal von Ratten getötet wird. Und irgendeiner von denen hat Ghouls mitgepult. Wie kann man denn das machen? Orgrimmar, ich bin endlich in Orgrimmar respektvoll. Eine 16er Tasche ist also bald in meinem Besitz. Ja. Yeah. Dann kann ich den Wappenrock von. Was wäre denn der sinnvollste nächste Wappenrock? Eigentlich der von Donnerfels. Ah, da muss ich extra nach Donnerfels. Ja gut, ich kann mir noch von Dunkelsperrtrolle und von den Orgrimmar kann ich mir die von den Hojin noch holen. Und ich glaube, Bilgewasserkartell und Dunkelsperrtrolle dürfte da alles zu finden sein. Hat ja richtig gut funktioniert. Dass unser Hexenmeister alles schaffen ist, die Gegner zu umlaufen. Und der Hexenmeister läuft genau in die Gegner rein. Ja, nice. Das wird ein Spaß. Lol, selbst meine unterstützenden Geister da denken sich gerade, sie müssen überall hinlaufen, außer beim Boss zu bleiben. Es ist mal wieder Zeit, um sich richtig wie möglich hinzusetzen. Es wurde aber auch Zeit. So, ey, ich werde andauernd bewegungsunfähig gemacht und sterbe gleich. Oh nee, das ist nicht gut. Es müsste so einen Notfallknopf geben, wenn der Tank stirbt, dass man es irgendwie hinbekommt. Wenn nicht vollständig mit den ganzen Skills, aber wenigstens mit zwei, drei Hauptskills, dass man seine Spezialisierung schnell wechseln kann. Oder wenn der Healer stirbt. Und dann die passende Spezialisierung
dann hat, um noch zu Ende zu kämpfen. Zumindest ein bisschen. Battle Rest ist nice. Da sind die Druiden echt nice. Das stimmt. Ich glaube, wir haben einen. Ich sag dazu mal nichts. Nein, 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 nein. Hey, haben die alle Zauberschutz und Schutz oder was? Nee, unser Tank ist gerade. Wir haben ja so einen Halbkreis gemacht, sind oben lang gegangen, um den einen Boss hier zu erledigen. Und der ist jetzt gerade, als er selber wieder aufgestanden ist, ist er halt den kurzen Weg gegangen. Durch nochmal ganz viele Monster. Hat die natürlich wieder alle mitgebracht. Ach ja, wir müssen diesen Turm hier erst befreien. Hätte ich sogar jetzt irgendwie vergessen. Naja. Ich meine, jetzt fängt ja erst der etwas stressigere Teil der Innie eigentlich erst an. Eigentlich. Ich weiß gar nicht. Na doch, du bist schon ein paar Level. Wir haben schon noch ein paar Level Unterschied. Oh, ich stehe in irgendwas drin. Ups. Ist das Magistrat? Nehmen wir das Bonusziel nicht mit. Okay. Wir nehmen fast alle Monster aus der Innie mit. Aber das Bonusziel lassen wir liegen für die extra EP. Okay. Wenn er der Meinung ist. Der Typ hier. Naja. Er motiviert mich immer mehr dazu, selber hier gleich mal meinen, also den Mönch hier umzuspecken als Tank.
Okay, es ist gerade so viel Stumpfes draufhauen, wobei es ja beim Leveln im Endeffekt auch nicht anders ist. Aber da habe ich immerhin noch ein bisschen Abwechslung, mal ist dann Erz, mal ist dann Kraut irgendwo in der Nähe, was man pflücken kann. Und ich habe das Gefühl, wir sind extrem langsam. Ach, vielleicht irre ich mich da auch einfach. Merkt der Tank, dass ihm da mindestens 3 Galtschleime hinterherlaufen? Die bestimmt so einen ganz guten Damage over Time anlief geben. Ich bin außer Reichweite. Ach ja, heute ist der große Namensreserviertag ab 0 Uhr für Classic. Und wenn man sich irgendwie heute schon anmelden und vorher halt, bevor Kessig rauskommt, sich deinen Namen reservieren. Ich meine, ich gehe mal davon aus, auch wenn ich es jetzt laut sage, bei den Millionen Zuschauern, die ich hier habe, dass mein Name Peruana doch hoffentlich auch in Classic frei sein wird. Zumindest auf den deutschen Servern. Aber wahrscheinlich jetzt, wenn ich dann reingucke, sind sämtliche Namen, sämtliche Schreibweisen, selbst Peruana, wenn man das E mit einer 3 austauscht, das A mit einem Ad, was man glaube ich gar nicht machen darf, das E davon auch nicht mit einer 3 austauschen. Geh mal kurz klauen. Sorry, ich muss los. Ja, wie jetzt? Ich sehe nur, dass du offline gehst. Ah, das. Das musst du doch jetzt nicht. Echt, wirklich, oder? Obwohl, ich glaube, dafür. Ich weiß gar nicht, muss man sich wahrscheinlich dafür erstmal Standard wieder. Also, vor allem wieder. Ich habe bisher noch nie wirklich gespielt, glaube ich. Bis auf vielleicht am Anfang mal ein paar Minuten mit einem untoten Krieger. Habe ich das Spiel damals aber nicht wirklich gemocht. Aber ich müsste auch erst, man muss glaube ich wahrscheinlich, denke ich mal, das ganze Spiel wieder runterladen auf Classic, ne? Oder für Classic eher. Wird doch bestimmt auch, sage ich mal, ein paar Minuten in Anspruch nehmen, wenn man nicht unbedingt mit einem Gigabyte runterlädt. Das wäre geil, mit so einem Gigabyte pro Sekunde. Ja. Extra Vorkehrungen vorbereitet, damit man mir nicht den Namen und gleichzeitig den Stream angucken kann und mir den Namen klauen kann. Nein. Oh. Will ich sterben? Hab ich nicht irgendwas zum Heilen? Nee. Auch ein Pilz. Hört sich so falsch an. Weiß der Tank, dass hier gerade eine ganze Armee an Skeletten kommt? Scheinbar nicht. Unser Healer geht deswegen drauf. Ich bin außer Reichweite. Oh, ich habe ein ganz blödes Gefühl. Kann ich doch. Oh.
Wollte ich gerade sagen, ich kann die ressen. Aber. Oh Gott. Au. Ja gut, jetzt hätte ich mich auch resten lassen können. Shit. Ich habe genau zwei deutsche Realms. Aber wahrscheinlich einmal den PvE und einmal den PvP. Weiß gar nicht, ob PvP oder PvE mache. Ich meine, eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mit PvP anfangen und dann je nachdem, wie nervig das wird, würde ich wahrscheinlich auf PvE wechseln. Aber das, also. Ja. Mal gucken. Ich weiß ja eh noch nicht selber, wie stark ich WoW Classic spielen werde, weil ich damit halt nicht so viel verbinden kann wie manch andere. Wie gesagt, ich habe nur so ein paar Level mit dem Untoten gespielt damals auf Classic. Und vorher habe ich eigentlich immer. Also nicht vorher. Dann habe ich erst wieder bei Warlords of Draenor angefangen. So, der Name gehört mir. Okay, der Stream ist leider zu Ende. Ich muss mich kurz darum kümmern. Kurz einen Brief an den Support in Blizzard schreiben. Mit dem Betreff, die ist voll gemein. Wenn ich Klassik anfange. Okay. Das ist ja nett. Ja, ich weiß, was du meinst. Alter. Die Animation vom Mönch sieht so blöd aus im Gegensatz zu dem vom Priester, wenn der vom Pala, wenn er jemanden aufhebt. Da guckt er so cool in sein Buch. So. Hör nur, wie unser Healer die ganze Zeit rumheilt. Deutsche Skills sind da. Das sieht man aber auch so häufig einfach, dass ich dann so das Rain sowas und aussetzt, da funktioniert nicht mehr dann ein vernünftiger Ersatz. Ich meine für meinen, ich arbeite ja in der Nachmittagsbetreuung mit Kindern. Und wenn das dann mal sowas aussetzt, ist das schon ein bisschen bescheuert. Kommt dann, wenn man plötzlich irgendwie anfängt zu erklären und dann voll mit durcheinander kommt mit der tollen deutschen Sprache. Ich bin gerade noch in der Gruppe. Wenn ich jetzt angenommen, wäre ich aus der Gruppe geflogen, aus dem Dungeon geflogen. Kannst du nicht einfach so machen hier. Was habe ich gerade bekommen?
Nee. Neues PvP-Talent steht zur Auswahl. Wo denn? Hä, ich hätte doch in die Gruppe verloren und dann wäre ich automatisch aus dem Dungeon geflogen. Oder nicht? Doch! So. Ende der Discord, oh Gott. Nein, ich möchte so gar nicht anfangen. Doch, nein, doch, nein. So, wo hab ich denn? Ich muss was trinken. Ja, mir noch eine Flasche Seltzer hinstellen. Da sagt mir gleich meine Stimme. Oder ich bin morgen heiser. Nein! Ja, jetzt ist die Flasche halb explodiert. War jetzt alle nass. Ich lerne noch nicht dazu. Zelda aus dem Rucksack sollte ich doch immer langsam an aufmachen. So. Erstmal muss ich mich reparieren. Dann muss ich Sachen verkaufen. Und da tatsächlich gerade, dass das 50 im... Okay. Bleibt gut drauf. So, dann die Armschiene an. Und du bist doch Healer. Das ist das. Wow. Das ist das. Als wenn ich hier irgendwie total bescheuert wäre. Dann könnte ich doch rein theoretisch das noch ausnutzen. Und gleich mal meinen Char wechseln. Mit deinem Krieger un? Ich krieg ja auch gar nichts heute. Kauf mir jetzt erstmal eine Tasche. So. Sonst hätte ich meinen. Ich habe einen tauren Paladin noch. Auf 50, glaube ich. Oder auf 40? 30? 10? Nein, Ach nee, das kann ich einsetzen. Jetzt den Dickpacken aus dicken Balken lasse ich trotzdem hier drin. Dann den Wappenrock kurz tauschen. Mal gucken, was ich noch auf. Ich glaube ja, Malfurium wäre dein. Ja gut, jetzt bin ich jetzt draußen bin, kann ich den Chat nicht lesen, aber. Also den Endgame-Chat. Oder? Ach, ich guck da gleich mal. Malfurion. Was habe ich denn da? Ein toten Krieger, der liegt irgendwo in Desolas. Ein Druiden auf 25. Ach nee, ein Paladin, das ist ein... Paladin auf 52. Ist denn der da gerade? Stand da Eschental?
Okay, ich wo? Nee, was? Wieso befinde ich mich denn in Eschental? Ich mag Eschental nicht mal. Naja. So, PvP-Talent, das anklicken. Bin ich überhaupt PvP getaggt? Nee. Ich hab so ein Kinderriss. Nee. Ach, das ist die DD-Auslegung. Das macht ja sogar keinen Sinn. Spezialisierung. So. Ich glaube, ich habe auch die richtigen Waffen ausgerüstet. Sogar einigermaßen vernünftige Taschen. Was habe ich denn für Kräuter sammeln und Alchemie? Na, das war ja klar. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, ich habe irgendein Skill vergessen. Ach, was wird schon schief gehen? Machen wir einfach mal. So, ich melde. Ich meine, was soll schon schief gehen? Ach so, ich könnte sonst noch Discord. Einmal, achso, jetzt ist natürlich, jetzt wird es natürlich knapp. Wo habe ich das denn? Wie macht man das denn nochmal? Gut, dass ich weiß, ich habe hier einen Server, aber natürlich keine Ahnung, was ich da jetzt gerade anklicken muss. Leute einladen. Ich schreibe den mal, ich poste den mal in den Chat, den normalen, auf Twitch. G
Geh da schon mal rein. Ist ein Discord-Server, den ich einfach mal irgendwann erstellt hatte. Gucken, ob das irgendwie alles so funktioniert. Wieso werden unsere Sachen gerade nicht angenommen? Hallo? Hallo. Bäh. Auch eine gute Begrüßung. Sorry. Bäh. So. Du bist ja jetzt schon am Healen. Gleich beim ersten. Das ist ja gleich kein Mana mehr. Guck doch mal auf den Mana. Ja, das liegt daran, weil. Ui, Quest. Weil ich gerade noch in einer Eulengestalt war und ich da nur als Eule 200 Mana oder so habe. Ach so. Ja. Ach so, ist gut. Ich kann die kräutern. What the fuck? Ich kann die Blumen kräutern. Ja. Da kriegst du, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, was man da rauskriegt. Also ich habe gerade eine verwelkte Blume dadurch bekommen. Ja, ich. Ich habe einen Spitzendorn rausbekommen. So, ich muss. Aber da unten ist ein Geisterpilz, den würde ich nehmen. Ein Geisterpilz? Ja. Warum frisst der Schurke die ganze Zeit Schaden? Das finde ich nicht so cool. Weiß ich nicht. Eigentlich müsste ich die Aggro locker halten. Ja, du hältst doch die Aggro, aber wir bekommen trotzdem Schaden. Ich weiß auch nicht, wodurch. Warte. Das sind Blümchen. Hä? Das sind Blümchen. Ja, die Blümchen. Ja, okay. Warte, ich bin gerade zu doof zum Heilen. Oh, das ist nicht so klug. So. Tja, selbst schon, wenn er immer Schaden bekommt, ist nicht mein Problem, wenn er jetzt stirbt. Der ist auch schon vorgelaufen, der ist jetzt gar nicht mehr hier. Auch interessant, wenn ein Schurke vorläuft. Wir müssen nicht mal 3 cm auf dem Spawn. Weg und okay, jetzt. Ich wollte schon flamen. Meine nee, ist aber gut, wenn er als Schurke vorläuft, aber nicht in seiner unsichtbaren Form. Ja, was willst du machen? Naja. Das sind so komische Baumbär-Menschen-Dinger. Baumbär-Menschen-Dinger, ja, okay. Was ist denn das? Sind Reh-Menschen-Dinger. Wird nicht besser. Aber es sind auf jeden Fall Rehe, sie sind gepunktet. Noch mal Blümchen. Also ich sehe eine Menge in diesen Dingern, aber Blümchen ist echt. Ja, fleischfressende Pflanze. Mir auch egal. Fleischfressendes Blümchen. Fleischfressendes Blümchen, ja genau. Hm. Ich hab nichts mehr zum Trinken. Oh nee. Oh nein. Können wir kurz eine Pause machen? Können wir jetzt kurz selbst zielen? Ja, okay. Was heißt denn, ja. Okay. Warte, ich beeil mich. Ich nehme mich sogar mit. Licht. Du stirbst was? Du stirbst? Nicht unser Weindach. Ich sterbe ja. Auch. Nee, ich sterbe alle. Ich war die ganze Zeit überlegen, soll ich Gottes Schild ziehen, aber dann hätte ich meine ganze. Da wäre dann zum Schluss nur ich übrig geblieben. Das wäre ein bisschen blöd. Egal, ich handle das. Ich bin ein guter Heiler. Ja. Und ich bin dann mal wieder weg. Ich bin ein guter Heiler. Und tschüss. Warte. Guck mal, was ich gerade... Wiii!
Es sind die kleinen Sachen, ne? Ja. Wie du merkst, bin ich ganz dicht im Kopf. Deswegen auch verrücktes Einhorn. Ja, muss man ja auch sein. Ey! Eine vor dir gepflückt. Oh nee. Ach so, nee. Das so, nee. Das ist ja nicht schön. So. ich habe gerade meine Rotation vergessen. Wow. Oh Gott. So, Ne. warte. Schnell mal mir selber die Toxine wegnehmen. Und so, eben mich hochheilen. Ich heile mal auch mal ganz kurz mit. Das Problem ist, ich habe halt keine Heilung, die was wirklich heilt, sondern nur über Zeit halt größtenteils. Ja. Aber dafür ganz gut über Zeit. Dafür ist der Druide ja bekannt. Also ich habe gerade über drei Zeitheilungen und einmal eine rasche Heilung, die ich so geskillt habe, dass ich sie zweimal benutzen kann. Und die heilt verbündetes Ziel sofort um 762 Gesundheit. Ja. Und die kann ich halt zweimal hintereinander benutzen. Dann muss sie wieder aufladen. Nehme ich an. Hey. Nicht cool. Miau. Die alle zu der Pflanze hier wollen, so im Geisterpelz. Hey, nein! Ja, Oh. ich habe auch noch Achso, sieben ich dachte. Stück! Sieben Naja, sind aber nur Hü das sind ja nur Hüte. Das sind ja nur Hüte, die du hier bekommst. Die du Kann ich dann. deine haben? Dann hätte ich eins. Können ja am Ende abrechnen, ja, meinetwegen. Kann man die. Sind die nicht seelengebunden? Ah, ne, sind da. Klappt. Ist das Bullshit. Wir haben ja. Entweder du gibst sie mir oder du kannst sie selber heilen. Boah. Fange Okay. so an. okay, ich hab gepult. Ja. Ster. Oh, dann. Mich selbst natürlich. Hui. Aber wieso läuft die jetzt schon weiter? Das gibt's doch nicht. Niemand will nicht Ungeduldig. mehr heilen. Die können alle noch geheilt. Was ist das? Was haben wir eigentlich noch? Schurke, Jäger und Nochmal ein Schurke. Schockel. Ein Schockel. Dann bist du zweiter im Damage. Ja. Weil wir gerade den Boss hätten, da kann ich ihn nicht mal hätten. Wow. Ich wollte dich gerade mit Q, W und E heilen. Wow, das bringt sich viel. Ich wollte gerade erst vor dem Boss weglaufen, weil ich das gewöhnt bin von DD und von vom Healer, wenn die Leiste grün ist, dann habe ich die Aggro und dann muss ich weg. Aber ich bin ja der Tank, das ist nicht, wäre nicht so Ja, gut. ich weißt du, was unlogisch ist, dass du, wenn du Akku hast, du vom Tank wegläufst, dass der dann extra hinterherlaufen muss. Das wäre ja schauen, wenn du zum Tank läufst, dass er dir die Akku wegnehmen kann. Okay. Oder findest du es nicht schlauer, wenn du zu ihm hinläufst, dass er sich leichter tut? Es ist, glaube ich, so spät, dass ich da gerade durchblicke, was du gerade gesagt hast. Wow! Wow! Nee! Nee, heil dich selbst, ganz ehrlich. Heil dich einfach selbst. AFK. Komm, wir geben auf. Warte.
Von mal lieben die Gruppe. Oh, du hast ein Herz von Noxion. Entfernt ein Gifteffekt. Ist hier gar nicht so schlecht. 2 Minuten Abfliegenzeit, dann never. Da bleibe ich mal in meiner alten Mana und gesund, dann will ich irgendwie Feed wieder. Ich hab was gepult. Ich bulle! Das hört sich so an, als ob ich. Als ob ich gerade im Kindergarten wäre und du mir. Du stirbst! Ich bin gerade am Pullern. Ich pulle! Ich sterbe! Die Sache, ich pulle! Wir alle sterben! Ich hätte gerade noch das Gift runternehmen können. Aber. Boah, bisher läuft's doch. Oh, ich bin ein guter Heiler, sonst wäre du schon mittlerweile gewiped. Ja. Ich würde mir selbst behaupten. Sagst du, nachdem du einmal dann nicht mehr in der Tastatur warst, also was gewiped waren? Gewiped. Ey, ich bin dann wieder gekommen und hab alle hochgeheilt, also ich weiß nicht, was du von mir willst. Okay. Bis F2, ja. Nee, fuck, bis F3. Ich bin gerade so dumm, um die Tastatur zu bedienen. Hä? Also ich war gerade so, hatte so einen Kamerawinkel, dass meine ganze Kamera rosa war, weil ich genau in dieser Wand mit der Kamera war. Ich dachte gerade, ich hätte die Blümchen da mit dazu nehmen. Was mehr zum Abbauen. Ja! Okay. Ein Schurke stirbt schon wieder, finde ich sehr nice. Ah, das gehört zur Klasse dazu. Du stirbst auch, finde ich noch besser. Ich habe noch ein Selfie, also. Ein Sisi. Aber der Selfie. Ich hatte schon ein, zwei Mal einen Pala-Tank, wo ich. Er hatte weniger Leben. Also, er hat nicht kurz vorm Sterben, aber so circa Hälfte Leben. Ich heile ihn hoch, was macht er? Er ist dann full life und heilt sich selber. Muss man das verstehen? Ich meine. Das ist Panik. Muss man das verstehen? Das ist ja so der pure Egoismus. Ach, ich kann ja auch kicken. Oh, ups. Ganz vergessen. Wow. Ja, ich hab den lange nicht mehr gespielt. Ja, ich kann nicht kicken, das sag ich dir gleich, zumindest noch nicht. Ich glaube, ein Druide kann sogar. Du bist nicht meine. Ja, später dann mal. Muss ich skillen. Ups. Wenn ich nicht in Katze vorne. Ja, ich glaube, das muss ich skillen. Keine Ahnung. Ich wollte. Er pusht pullen. Schon wieder. Er pullt schon wieder, der eine. Deswegen. Ich wollte pullen. Deswegen hat Amai voll auf die Fresse bekommen. Trotzdem wollte ich pullen. Was ist das für eine Frechheit hier? Jetzt habe ich richtig rein mit Schaden, jetzt heile ich dich nicht mehr. Okay. Und die Tauren-Eule ist mega hässlich. Meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Sag ich dir dann gleich. Pets, Pets, Pets! Okay, ich dachte, Frauen halten sich eher von Pilzen entfernt, aber. Aber gut. Wow. Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Ich sag das einfach gar nichts. Nee. Das ist, glaube ich, besser so. Ja. Ich bereue es auch, es ausgesprochen zu haben. Aber man kommt halt da nicht mehr raus. Das klingt auch falsch. 3000 XP nochmal oben drauf. Was bringt eigentlich dieses hast du einen Ingenieur? Nee, hab ich nicht.
Oh Gott, mein Inventar ist voll, fuck. Herz der Wildnis. Was ist das? Was ist oh, das? Fuck. Warte. Ist das ein Kraut? Nee, ist es nicht. Ich kann es nicht malen. Wieso rechnet das nicht handeln? Weil ich nicht auf OK gedrückt habe. Warum bist du das denn? Ich tue das nicht und ich habe ein volles Inventar. Wieso bist du. Hä? Bist du. Moment, mach doch nochmal. Ich war zu überfordert gerade, was du von mir willst. Nee, fuck, jetzt folge ich dir. So, warte. Da. Nee, warte. Wie? Warte. Das Ding und. Kann ich nicht handeln. Kugel des Wassers, alles klar. Ah nee, das will ich gar nicht handeln. Ups. Kannst du das brauchen? Schurken 2 vereint alle Karten von. Hä? Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Bestimmt für den Dunkelmond. Majagd. Majagd? Ja, Markt. Majagd. Majagd. Ah, schwamm mal. Aber ich bin jetzt keine laufende Mülltonne, also es war nur so. Das wäre ernsthaft auch nicht ernsthaft, oder? Gut. Ich esse das Schwammerl. Das mir egal, was du machst. Ich gönn mir. Ich bin schon einfach immer noch in der Instanz. Ja. Brauchst du Verzauberungspergament? Nee, ich bin ja. Mit dem bin ich ja sogar auch wieder Kräutersammler und Alchemist. Warte, ich will was wissen. Kannst du das benutzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, nee, scheiße, kannst du nicht. Egal. Ich konnte nicht mal sehen, was das war. Was ist denn das? Du machst deine Verrückte. Bringt euch zurück nach Waschmaschine, Schreibacht. Gut. Benötige Inschriftenkunde 4, 1. Oh, ich kann. Boah. Augen. Ja, nee. Ich möchte nämlich gerne wissen, was passiert, wenn man das über 40 macht. Aktiviert, nutzt, was auch immer. Ja, aber das klingt. Das klingt interessant. Ja. Ich wollte gerade ausloggen, was mache ich für eine Scheiße? So. Ausloggen. Ja. Klar. Jetzt habe ich dir die Eule nicht gezeigt, wo bin ich dumm? Egal, nächstes bei der nächsten Instanz. Wo levelst du mit der gerade? Ah ne, du wolltest nur Kräuter sammeln, Brachland. Oder? Ah ne. Brachland, sammle Kräuter, also level primär und sammle sekundär nebenbei Kräuter. Oder? Gott, ich bin ja mitten in den Gegnern drin, scheiße. So spawnt man gerne. Jo, komm mal hier. Von Marschieren. Ja, verpiss dich mal, ich will nur die Wildanrose wieder, danke. Hab ich jetzt? Ich hab sie, Gott, tschüss. Ich bin so happy über die Reisegestalter, muss man nie aufmounten, wenn ein Gegner hinter einem her ist. Kann man einfach schnell Reisegestalt weg hier. Ja, das stimmt. Und halt auch dann später beim, wenn du fliegen kannst und Kräuter sammeln, macht das dann auch viel einfacher. Mhm. Zumindest sah es immer sehr einfach aus. Danke nochmal für die Wildernrose. Jo. Nee, ich red grad, das ist egal. Okay. Ich hab doch mehr oder weniger mit mir selbst geredet. Okay. Geil, Geisterpilz. Gönnung. Was auch immer mir jetzt bringt. Lauf doch nicht weg. Hm? Ja, ich mag es nicht, wenn Gegner immer, wenn man die kurz bevor man die getötet hat, laufen die einfach weg. Ah,
jetzt brauche ich von irgendwie. Jetzt muss ich jemanden köpfen. Ich habe noch nie jemanden geköpft. Nee, ich brauche von irgendjemandem einen Kopf. Ende. Du kannst das Spiel nicht mehr weiterspielen. Das geht einfach nicht. Ja, mehr. Genau. Einfach aus Prinzip. So, wo ist der Dude? Ich schlag den jetzt den Kopf vom Leib. Oder sowas von. Mögen die Geister mit euch sein. Da wird das Blut dann so herumspritzen und. Was weiß ich. Du hast doch viel mehr gutes Mitleid mit dem. Es wird überall hin spritzen und dann. Oh Leute, ich hab gar nicht den Jude getötet, was ich töten muss. Upsi. Egal, bringt mir eine Boy davon. Ach, ich brauch einen komischen Schlüssel, oder was ist das? Ah, da ist der Dude, den brauch. Der ist er doch. Bist du mit dem Dude eigentlich in einer Gilde? Mit dem hier? Nee, ja. Nicht mehr. Brauchst du eine Gilde? Ja. Warte. Warte. Warte, kann ich das mit denen überhaupt? Ja, gut. Und er wartet immer noch. Easy. Easy. Asterisk. Nice, danke für den Invite. Kein Problem. Oha, da gab es schon viele online. Zu unserer Verteidigung. Einer davon ist ein Random. Was wir brauchten für eine Gildenunterschrift. Ah, okay. Dann einer ist irgendwer mit einem Char. Warte, wie viele Chars sind da drin? Eins, zwei. Ich sehe auf jeden Fall noch einen Char von dir. Zwei Chars von mir gehören. Zwei Chars von gehören mir und eins, zwei. Oh Gott. Zwei oder drei gehören dann einen anderen und dann nochmal zwei gehören wieder einen anderen, also. Okay. Ja, genau. Aber du kannst in den Gildenwald reingucken, kannst zwar reingucken, nichts rausnehmen, aber. Geil! Du verkaufst das so wie das heftigste Feature im Spiel. Da kannst du in die Gildenbank reingucken, aber du darfst nichts rausnehmen. Mann, ist das geil. Aber die Gildenbank habe ich und ein anderer Dude gefüllt und ja, ist, glaube ich, ganz brauchbar. Okay. Also ich hab noch einen Schurken auf 120, da habe ich heute Mittag ja mitgespielt. Ja. Der ist ja auch auf Maligos und der gehört ja zu Malfurion dazu, also da brauche ich auch eine Gilde für. Ja, es ist Allianz, oder? Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich spiele ja gerade keine Allianz. Ja. Okay. Allianz ist doof. Spaß. Okay. Ich hab früher mit Allianz angefangen. Damals. Oh, das ist cooler. Das klingt so. Oh, Mann. Nee, also. Keine Ahnung. Ich habe mal mit Allianz angefangen, aber irgendwie spielen alle Leute, die ich kenne, Horde. Ja, okay, ich kenne tatsächlich viele. Hab ich auch selber mit Horde angefangen, und ich finde Horde eigentlich ganz cool. Kenne viele. Ich hau gerne Leute auf den Kopf. Ja. Sorry, ich hab dich unterbrochen. Ich kenne halt viele, die Allianz spielen, aber trotzdem sind wir halt insgesamt ja immer unterlegen, wenn es darum geht, wenn mal auf der Open World 20 Hordler dann auf einen zukommen. Wenn wir dann nur zu zwei, zu dritt oder zu viert sind. Immer ein schönes Gefühl. Soll ich noch eine Inni einmelden? Kannst du machen, ja. Ja, da kannst du wirklich theoretisch mal in die Gildenbank reingucken und dann gucken, wer was reingelegt hat. Das ist manchmal echt krass. Okay. Also es ist halt echt krass, weil dann nicht nur wir zwei aus den Gildenbank reingelegt haben. Und die ziemlich voll ist. Hast ja eine Mobile Banking, kannst du heraufrufen und gucken. Ja. Ja. Wenn ich mal nicht im gegnerischen Gebiet bin, dann. Ey, ja, das ist dann dein Problem, ne? Okay.
eine Schneiderei. Kein Mensch braucht fucking Schneiderei. Also, ist Schneiderei jetzt schlecht deswegen? Oder wie meinst nein, du das? Nein, du verstehst mich falsch. Ja. Ach nö, jetzt kommt hier ein Allianzler auf dem Level, was ich nicht erkennen kann. Totenkopf. Fuck, ich war noch nicht fertig mit Verkaufen. Oh nein. Kannst du auch dein komisches Mount aufmounten, dass ich weiter verkaufen kann, weil sowieso kann noch ich, ach doch, kann ich hier sogar. Danke. Oh fuck, Lebenflash sollte ich behalten. Dann Muschel auch, Raptor Eye auch. Kann ich also die Gildenbank packen. Powerwaldschiff kann ich auch reinpacken. Wasser braucht keiner. In der Zwischenzeit verrecken gerade unsere Mitkollegen. Ja, du kannst schon hängen. Bin schon lange, ich bin fertig. Okay. Bist du überhaupt Tank? Ja, du bist Tank. Fang an zu tanken! Hörst du auf, wenn ich mit? Quest RP? Sind die aus dem Robo Roleplay oder? Was? Was ist eine Quest-RP? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung, ich weiß selber nicht, was eine Quest-RP ist, frag mich. Und jetzt tankt mal, also du tankst schon. Keine jetzt Ahnung. Eher so die Sache, könntest du mal heilen? Was beschwerst du dich? Ich sterbe hier gerade, nicht du! Ich bin schon einmal gestorben. Alter, lecht. Ich komm schon von den Toten. Ich bin schon so beschäftigt, alle hoch zu sein, dass ich das gar nicht mitbekommen hab, sorry. Aber erstmal Akt. Wow. Warst du schon wieder eine Eule? Vielleicht. Ja, stimmt, da steht's. Du bist tot. Nun. Okay. War ich hier schon. What the fuck, was ist das für ein Ding? War ich hier schon mal drin oder warum habe ich hier keine Quest oder gibt's hier keine? Um Eingang gab's vielleicht eine. Oh. Da ist ein Blümchen, ich hol mir das Blümchen. Kein Grund, nicht zu sterben. Hast du auf dem halben Weg dann doch gemerkt, dass du ein Heiler bist eigentlich, oder wie? Nee. Blümchen. Ah, oh, Moment mal, der braucht noch hier. Blümchen. So naht. Ja, ich nehme das aber auch mit. Drachenzahn. Wie wir das bekommen? Gib. Okay. Bitte? Bitte? Hallo? Als ob ich keine Taschen während dem Kampf verschieben kann. Was ist denn das für eine Kacke? Du willst was Taschen verschieben? Down. Irgendeiner ist in die Nähe der. Dieser Geister da rechts gekommen. Links. Also haben wir eigentlich noch. Wir haben hier noch einen Jäger, einen Hexenmeister und noch einen Jäger. Wieso spielt jeder dritte Jäger? Eigentlich doch eine ganz coole Klasse für den Anfang. Oder Schurke. Oder alles andere. Druide. Ja, genau. Druide ist toll. Aber Krieger ist besser. Okay. Und jetzt kriegen wir das komische Ding bitte. Ui, ich hab eine komische Perle bekommen. Bitte. Was mit dem können wir denn töten? Bringt er uns was? Können wir ihn trotzdem töten? Was ist mit unserem Hunter? Einer ist irgendwie offline. Ja, dann können wir den in der Zwischenzeit töten. Den Hunter? Nein, hinter dir! Achso. Hinter dir!
Danke. Kommst du früh drauf? Genau. Alter, 1600 Heilung, Alter. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja. Das ist, glaube ich, nicht die beste Antwort auf. Esmeralda ist nicht mehr online, oder? Doch, Esmeralda! Mit Doppel A, so. Nice. Warte, da ist noch ein Blümchen. Da ist irgendwo ein Blümchen. Oh, ups, das wollte ich gar nicht. Aber da ist irgendwo ein Blümchen. Ja, okay. Glaube ich. Oh, du stirbst gerade. Sorry. Wenn es um Blümchen geht, bin ich ein bisschen abgelenkt. Merkt man gar nicht. Hui! Da ist ja was. Wenn ich mal nicht andauernd in dem AOE gestunt werden würde, das wäre toll. Ach, wieso, du bist schon wieder full life. Ja, aber nur weil ich mich selber geheilt habe. Nee, ich hab auch geheilt, okay? Ich hab auch geheilt. Frechheit. Und ich weiß immer noch nicht, wo das Blümchen ist. Ein Schamane ist dabei. Sollte hier irgendwo. Ist ein, ein Blassblatt, das sieht man so schlecht. Ja, es ist so blass. Ja, tatsächlich. Also. Da vorne ist noch eins, das will ich auch haben. Können wir in die andere Richtung gehen, weil dort sind keine. Oder? Nö. Guck mal, da ist erstmal auch das Blassblatt. Yeah, weiter vorne. Yeah. Nein, ich nehme bitte durch. Oh, nee, ich muss Quest, ich muss ein Quest ab. Ich muss eine Quest abgeben. Also. Ja, ich habe hier keine Quest. Ja. Vielleicht bin ich noch zu low level. Das kann natürlich auch sein. Wieso sind hier jetzt in allen Richtungen was Hast du jetzt ganz den, die Orientierung verloren, dass du das Blümchen gesucht hast, oder was? Ich hab nicht so viel gepult. Jetzt hat er seine Freunde gerufen, oder? Das war ausnahmsweise nicht ich! Aber ich sterbe auch gerade. Tank mal hier besser. Deine bekommt Schaden. Ja, weil er nicht aus der AOE-Fläche rausgeht. Du bist doch in der AOE-Fläche, du kannst mich mal. Dein Nicht-Bits-Kack wurde unterbrochen. Ich hab kein Mana mehr. GG, das war's! Oh Mann. Ich dachte nicht, dass mir mein Mana so schnell ausgeht. Au. Kann ich nicht heilen. Scheiße. Das ist wohl ein Vibe. Ich brauche es gar nicht erst zu suchen. Außerdem ist schnell genug hier, um mich zu retten. Tot. Ich bin auf dem. Ich hab's versucht. Ich bin auf dem Weg. Ich hab's versucht. Wir sind nicht wegen mir gewiped, nur zur Information. Wir sind wegen dem Deppen gewiped, der was hier alles, alles gepult hat. Was nicht oh, ich das war nicht gut. Das war assi von mir gerade. Ich habe noch geguckt, ob der das überlebt, unser, immer das da ist. Hexenmeister. Hat er nicht überlebt. Ich bin noch in Katzen gestellt, ich kann dich nicht heilen. Sehr gut.
Aber was ist denn hier? Oh ja, da war ja was. Ich halte es einfach nur. Wie, da war ja was? Hast du schon wieder vergessen, warum wir gewiped sind? Nicht wegen mir. Ich dachte, warum kommen jetzt so viele Gegner an? Und da war es immer Kopfklick gemacht und da dachte ich mir, ah, da war ja was. Ich heile jetzt einfach die DDs. Einfach, ich heile einfach nur dich. Und dann müssen wir das schon irgendwie schaffen. Ich hab schon wieder kein Mana mehr. Ach, der Engel halt da noch die ganze Zeit. Dieser, das was vom Holy Priest übrig bleibt, der, dieser Engel. Ne, dieser Engel hier, der hier steht. Das ist eigentlich von Priester. Und der heilt immer noch, wenn er tot ist. Hat Warte, ich muss retzen. Kann auch retzen. Wo immer der liegt, da. Wird schon geretzt. Warum retze ich eigentlich, wenn ich kein Mana habe? Kostet nur 20 Mana, scheiß drauf. Viel. Wir müssen aber immer noch rechts lang gehen. Da vorne ist ein Blatt. Ich will das Blatt. Ja. Guck, ich bin Hirsch. Ja. So, was ist das komische Blatt? Ach, du meinst Ingame, okay. Ja, Ingame. Das ist das komische Blatt. 17 Ach. Stück. Wieso kann ich das so schnell? Wieso kann ich das so schnell abbauen? Können das? Auch. Können das tauchen? Haben Tauren nicht eine erhöhte Blümchenpflückfähigkeit? Ja, die heißt wahrscheinlich genauso. Ja. So. Also ich habe Kraftpaket, passiv kritischer Schaden und Heilung um 2% erhöht, Naturwiderstand und Kriegsdonner. Mhm. Geht ja, und weg? 14 Ausdauer, also Ausdauer 14. Stufen. Ah, da grüner Daumen passiv. Kräuterfähigkeit um 15 erhöht und ihr sammelt Kräuter schneller als normale Kräuterkundige. Ah. Auf jeden Fall. Na gut. Ich werde euch brechen. Er will uns brechen. Er will auf uns brechen. Er will sich auf uns erbrechen. Ah. Was ist denn das? Ich würde da rausgehen. Ja, der Jäger hat's nicht gemacht. Oh. Das mag ich immer als, wenn du Priester spielst und dann so inkompetente Leute dabei hat, die in jedem AOE drin stehen bleiben. Da kannst du die ja mit einem Skill irgendwo rausziehen zu einem. Das würde ich aus Prinzip einfach nicht machen, würde ich aber dann auch nicht retzen. Wenn er stirbt. Ich zieh die dann gerne immer raus, aber dann immer gerne in andere. Also in andere AOE-Fähigkeiten oder sowas. Stelle ich mich da extra da rein und stelle sie von den einen von Regen in die. Krieg ich den da hinten noch? Nee, schlecht. Okay. Nicht gut. Ja. Unsere DD sterben. Ach, da ist noch einer, ups.
So, jetzt kann ich die Taschen verschieben. Das habe ich ja vorhin voll vergessen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich muss die hier alle mitnehmen, weil die sonst zur Hilfe kommen beim Endboss. Okay. Ich behaupte, dass das mega unnötig war. Okay. Na dann. Na dann, auf zum Bosskampf. Eine Hassfahrt? Diesen Verrat sollt ihr büßen. Da haut immer noch jemand auf mich drauf. Jetzt bin ich auch gleich instant wieder gestunt. Die Schaderhundenhallen durch. Ja, nice. Ich lebe in den Schatten. Kann ich. Erstens kann ich für deine Blassblattblüten und das ist meine Eulengestalt. Okay. Richtig, oder? Sieht interessant aus. Eule. Könntest du mal nicht springen? Ich hab gerade voll an dich rangezoomt. Also am schlimmsten finde ich das Gesicht. Nee, immer noch nicht. Nein! Und dann denkst du dir, ihr seid doch. Dude! Dude? So, ich skill mal eben wieder um. Ich will Leaf dann. Moment, ich will auch noch einmal ablehnen. Kannst du mir jetzt die Blassblüten geben? Bitte? Ist aber auch hartnäckig. Soll er doch lieben und sich einen neuen Tank und einen Healer suchen. Genau. Was wolltest du? Blassblütenkack. Oh, fuck, ich krieg gleich. Ja, genau, oder? Danke. Wäre schön, wenn er seinen Mount so. Naja. Wenn was? Wenn er seinen Mount, sag ich schon, sein Pet nicht in den anderen. Noch übrig. Oh Gott! Was steht denn da für eine Truppe hinter dir? Oh Gott!
Hallo, wir sind auch noch da. Ihr habt ein bisschen zu lang gebraucht. Oh, du stirbst. Das ist nicht cool. Wieso stirbst du? Das habe ich dir nicht erlaubt. Ach, wir sind noch zu dritt. Das kann jetzt lustig werden. Ja, vor allem jemand, der gerade noch in der oh Gott, meine Stimme. In der Eulform war, der bestimmt wieder richtig viel Mana hat. Ja, gut. Und ey, der Sack hat extra Leute noch geholt aus der unser Hunter. Hat extra die aus der von draußen noch geholt, ist damit wir jetzt extra drauf gehen. Oh nice. Ich hoffe. Egal, dann bleiben wir hier. Darf er sterben gehen. Das macht das. Wie? Das macht Aua. So, dann lassen wir die Instanzgruppe verlassen. Oh mein Gott. Ah, das ist so eine Genugtuung für einfach nur so. Ah, der wollte heute noch 120 werden, das ist sein Problem. Ich meine, der hat Zeitdruck. Wer will heute noch 120 werden? Ja, der Hunter, der gerade so viel Druck gemacht hat. Woher weißt du das? Das war ein Scherz. Also. Okay. Ich bin hässliche Eule. Ach. Ekelhaft. Sieht echt hässlich aus, wenn man ehrlich ist. Ich habe keins. Hast du jetzt schon in den Gildenmarkt reingeguckt? Ja, ich teleportiere mich jetzt mal hier raus. Ich habe eh keinen Bock mehr auf. auf. Ach, Höllschreis wacht. Ich bin ja. Darf ich meinen. Er hatte nicht diese Karte da, die du da gefunden hast. Nicht irgendwas mit Höllschreiswacht da hin teleportiert? Ja, da ist wahrscheinlich ein Ruhestein. Ach so, der teleportiert immer in den okay. Jo. Also Buffwood haben wir. Auch wenn es ein Level Buffwood ist, aber das haben wir. Wegen mir, ich hab Kochkunst geskillt und mehrere hundert Gold dafür ausgegeben. Nur ich. Ach gut, okay, ich muss jetzt. Ich guck ja schon. Wo ist denn das? Dahin. Hä? Ach nee, in der Gilde, Nee, das ist Dungeon Finder. Da ist die mobile Bank. Warum kann ich die jetzt nicht rausziehen? Ich weiß, wie sie aussehen, musst du beschwören. Willst du was? Nein, ich will den Skill. Wo finde ich den jetzt? Also den Skill rausziehen. Doch, klar, müsste gehen. Nee, hat gerade nicht funktioniert. Ich bin vielleicht noch zu neu. Ich brauche wahrscheinlich erst einen. Die Frage ist, kannst du überhaupt in die Gildenbank reingucken? Ich bin ja noch neutral. Ich werde wahrscheinlich also. Vom Gildenruf her. Ich glaube, ich muss erstmal. Nee, das ist egal. Ich frage mich, ob du in die Gildenbank reingucken kannst. Nur kann ich ja nicht. Nee, was? Du siehst, was drin ist. Da steht nur Gildenmitglieder mit einem Gildenruf von freundlicher Höhe dürfen eine Gildenkiste nutzen. Ah, okay, dann musst du freundlich werden. Das ist belastend. Da musst du freundlich werden. Aspire. Quest ab. Mach Dungeons. Ja, mit so einem Nebenchar, okay. Wieso ein Nebenchar? Was ist mit dir? Er trägt deinen Namen. Das darf kein Nebenchar sein. Er trägt deinen Namen. Aspiration 89. Ich hab mitbekommen, dass du, wenn du noch da bist, du hast meinen Stream gefollowed. Danke dafür. Nice. Ich weiß noch nicht wann. Noch besser. Das steht hier nicht. Es sollte eigentlich auch stehen, wann. Wieso funktioniert das immer nicht so, wie ich das möchte? Vor 3 Minuten. Ach nicht. Ah, okay. Ja, vielleicht ist es sogar noch da. Hallo.
Und weg. So, ein Follower hat den Stream wieder entfollowed. Wir haben nur Hallo gesagt. Noch einer hat verlassen. Gut, ich weiß nicht. Ich wollte nur die Blumen. Ich will ja nichts anderes. Ich will nur die Blumen. So. Apropos Blumen, ich kann jetzt meinen Beruf weiter skillen. Erstmal schön hier Blassblüten machen. Und dann erstmal zermalen. Und hoffentlich was Gutes rausbekommen. Was hast du denn für eine. Hä, zermalen? Was machst du denn da? Wie. Ach, Inschriften. Ach, Inschriften. Inschriften. Ach, oh. Inschriften. Mhm. Mhm. Also, wenn du mal Glyphen brauchst, kannst du Bescheid geben. Ich werde zwar noch keine haben. Aber ich behalte es im Hinterkopf. Hab ich schon eine für Pala? Da. Schamane. Ganz Priester. Knapp. Nee. Paladin, doch, schwingende Vergeltung. Euer Zauber, zeitige Vergeltung, stellt 4 Schwingen dar. Hm. Okay. Kann ja nicht für dich machen. Was mache ich denn jetzt noch nicht? Ich glaube, ich werde so lange so mal schlafen gehen. Oh. Joa. Kein Gasthaus? Hm? Ich suche hier gerade ein Gasthaus oder ein Gastzelt. Gast. Ach. Sind sie nicht mehr Zelte? Gastpavillon. Keines. Wow. Tja. So. Hab ich noch andere Horde-Charaktere auf Maligos oder Malfurion? Mal gucken, was ich noch alles so zur Auswahl hätte. Ja, ich kann mehr geheimnisvolle Tarot-Spiel-Dinger herstellen. Nice. Achso, ich habe noch einen Mönch auf 55. Irgendwie komisch, wenn ich noch einen Mönch auf einem anderen BM habe und ich hier auch auf 55. Ich habe noch einen Mönch auf 45. Warum habe ich so viele Mönche auf diesem. So habe ich so viele Mönche, das ist. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ein nachtgeborenen Magier. Auf 46, 42 noch ein untoter Priester. Beschwert mit Hilfe des Schurkenkartensets an der Wassergrin ist dunkel, der Markt zum gibt dir das Set. What? What? Ich könnte doch auch einen neuen. Luis. Und verkauf die restlichen Karten. Braucht sowieso keiner. Also, dann kann ich noch eben ein bisschen forschen. Also, wenn du brauchst, ich könnte dir eine schwingende Vergeltung herstellen. Jetzt nicht mehr. Okay. Du hast eine halbe Sekunde Zeit zum Reagieren darauf. Ich war gerade eben beim Herstellen. Ja, gut. Ich kann es dir her. Nee. Vielleicht doch nicht. Oh, du bist schon offline. Zumindest mit dem Chat. Ja, ich gucke gerade, was ich noch so an Charakteren noch so habe. Ja, ja. Zum Beispiel. Aber wenn du schon mal in der Gilde bist, muss ich dich, glaube ich, auch kurz ausnutzen. Wenn du es kannst, hoffentlich. Du musst mich ausmisten? Ausnutzen. Ach, ausnutzen, ich wollte schon sagen, ausmisten.
Nur weil ich Tauchen spiele, heißt es nicht, dass ich da noch irgendwo in die Gilde mache. Ich habe tatsächlich auch noch zwei andere Mönche hier. Was habe ich denn mit Mönchen so? So, die Blümchen, die ich nicht brauche, packe ich erstmal hier rein. Ach, ich habe einen Blutelf-Dämonjäger. Okay, auf 98, den habe ich gerade erst erstellt. Okay. Bringt natürlich viel. Naja, ich könnte den auch auf 120 zocken. Ja, viel Spaß. Dann bei dir in der bei euch in der Gilde anfragen. Irgendwann, ich lade dich ein. Muss mir nur sagen, wie du heißt. Ja. Oder ich gucke einfach nach, wenn du einloggst. Ja, mach ich anders mal. Dann Dann wollte hier noch los. einer den Stream gerade gucken, außer wir selber. danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal im Stream. Und eine schöne Nacht noch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.